Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. So, wir werden weiter fleißig questen und wollten mal hier lang schauen. Da hatte ich schon mal angefangen damit, die Last des Diebstahls und hab da nicht mehr weitergemacht gehabt, aber das machen wir heute. Genau. Gleich eine Schnellreise zum Fuchsbau, dann müssten wir auch gleich bei der Location sein. Und Leute, wenn es euch gefällt, lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Okay, sprich mit dem Mönch. Die Last des Diebstahls. Ich bringe euer gestohlenes Gut zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wiedersehe. Einer eurer Mönche hat sie mit seinem Leben beschützt. Dieser Mann war kein Mönch. Er war ein Bauer, dem wir Obdach gewährten. Eines Morgens war er fort, zusammen mit dieser Statue und einer meiner Roben. Dann war er kein Märtyrer, er war ein Dieb. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Seine endeten im Leid. Die Last des Diebstahls. Okay, schon abgeschlossen. Ja, auch recht. Dann würde ich sagen, wir könnten jetzt hier das Blutsutra weitermachen. Machen wir noch gleich hier weiter. Schauen, wie die Geschichte mit dem weitergeht. Ist auch ein ganz cooler Tempel hier. Der Kushi-Tempel. Tut mal hier, Mage. Mit euch sprechen. Es sind finstere Zeiten, mein Herr. Ihr tätet gut daran, die Kami um Hilfe zu ersuchen. Ihre Schreine liegen hinter den Tori-Toren. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Sie hören alles und sehen alles. Wenn ihr euch beharrlich bemüht, antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. Okay. Jetzt zu sagen. Es sind finstere Zeiten, mein Herr. Ihr tätet gut daran, Hilfe zu ersuchen. Ihre Scheine liegen hinter den Tori-Toren. Okay. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Kann man aber leider nicht wegdrücken. Sie hören alles und sehen alles. Sie hören alles, sehen alles. Antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. Okay. Okay. Dann wird der mir das gleich erzählen wahrscheinlich. Ich hoffe, Abt Komai ist sicher. Sprech mit ihm hier. Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Das Blutsutra. Erreiche das Kushibitsu-Gehöft mit Norio. Ich war dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ja, kannst du nicht vorretten? Hat der Abt eine Zuflucht gefunden? Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit diesem Geschäft. Was war passiert? Rette aber mal durch den Bambuswald hier. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Ein kluger Anführer. Ein anderes Mal zankten sich mein Bruder und Hochi, der Heiler. Der Abt fing an, einen Stein mit sich herumzutragen und pausenlos mit ihm zu streiten. Hochi und Enjo war das so peinlich, dass sie sich versöhnen. Was hielt euer Bruder von Abt Komei? Enjo respektierte ihn wie einen Vater. Wenn die Mongolen den Abt gefangen nehmen, könnte das sogar gut für uns sein. Vielleicht könnte er sie dazu bringen, aufzugeben.
Leuchttürme muss ich auch noch machen. Ihr scheint Abt Komai langsam zu verstehen. Ich denke mal, das wird das kleine Dorf hier sein. Feuer. Es kommt von dem Hof. Ich glaube, ich werde hier mal zu Fuß gehen. Ich suche das Haus nach Spuren des Abts. Ist das der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Er ist tot. Lebendig verbrannt. Norio. Den gefunden, oder was? Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt. Und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Ich schau mal. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Okay. Kommt her und kämpft! Alek Bocic, wir ihn haben. Sisandra Deste, folge den Spuren, ich sehe keine Spuren mehr. Jemand wurde hier verwundet. Folgt dem Blut. Schnell, mein Herr. Ah, okay. Blutspuren. Besiege die Mongolen. So geil. So, untersuche das Gebiet. Ja, wieder zurück. Irgendwo muss ich hier was untersuchen. Wo? So sehen wir hier aber auch nichts, gell? Da ist doch nichts zum Untersuchen. Hier. Nein. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Muss ich runterspringen? Versuche den Wasserfall. Ah, da ist ein Weg rein, okay. Blut auf den Felsen. Dann schauen wir doch mal.
Okay. Nein. Der sieht mal so fresh aus. Ist er? Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Okay. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Okay. Das Blutsutra abgeschlossen. Schauen wir, ob wir noch gleich hier weitermachen können mit ihm. Talisman der Resistenz. Techniken sind verfügbar. Hier können wir noch nichts machen. Das werden wir jetzt mal alles mal machen, Wes. Geist haben wir auch noch ganz schön viel. Ah, genau, das ist das mit dem, dass wir uns wiederbeleben können. Was ist das hier? Ja, da haben wir noch ein bisschen. Mein Herr! Gleich weiter. Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Seht, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich. Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Okay.
Nein, es wird zurückgesetzt. Alter. Was ist denn Scheiß? Die Mönche beim Fluss. Sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ah, ich kann nicht. Der Buddha. Das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Ach, das ist ein Chaos, dass es zurückgesetzt wird. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Da muss ich eigentlich immer gleich einsetzen. Geh zu den Mönchen, okay. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Stirb, du Schwein. Ihr seid sicher, Freunde. Eieiei. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ja, jetzt auf einmal. Kommt mit uns. Müssen wir hier ein bisschen Zeug mitnehmen. Ich führe die Mönche zum Haupttempel zurück. Ja, wie gehen wir denn am besten? Hier hoch. Werden es wahrscheinlich hier noch ein paar Gegner entgehen. Was?
Stirbt, Penner. Bam. Boah, heftig. Ja, aber das ist wirklich scheiße, dass dann immer die Haltung zurückgesetzt wird. Okay, die haben dann eigentlich ziemlich schnell wieder voll dann, aber... Wenn ich jetzt das hier mache... Okay, das bleibt alles. Sprich mit Nurio. Der ist da hinten. Ah, hat sie versteckt oder was? Mein Herr! Ach so. Der ist außerhalb. Was machst du denn hier? Eine herbe Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder. Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Nicht ich allein, Norio. Nein, doch hätte ich nicht auf euch gehört, wären viel mehr tot. Was werdet ihr jetzt tun? Ich sorge mich um die Mönche in Akashima. Okay, ich kam das erst ist dann wahrscheinlich nächste Gebiet. Hoffentlich war das kein Fehler. Geht zu ihnen, ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände an. Aufgeräumt werden hier. Oh, hier gibt's Kunai. Der Buddha.
Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister. Das Ende des Leids abgeschlossen. Geht es jetzt hier weiter? Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Ach doch, hier unten ist er. Oh ne, hier ist ein anderer. Kenshis Geschichte 3 von 3. Okay, dann könnten wir hier unten weitermachen, würde ich sagen. Hier wäre noch ein Fragezeichen. Also hier unten ist ein Haufen Questzeug. Mal hier hochgucken, was hier ist. Pflaumenblütenstirnband, okay. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal hier runter jetzt. Schnellreise. Entdeckter Ort, und den machen wir jetzt schnell noch. Kuma, wo bist du? Mein Herr, bitte, helft mir! Ja, ich komme gleich. Ich würde jetzt gerne nur den unentdeckten Ort schon machen. Ach so. Ja, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Machen wir hier weiter. Die sechs Klingen des Kojiro. Mein Herr, bitte. Ich habe eine Nachricht für euch. Okay. Was hast du denn für eine Nachricht? Was ist denn? Ein Dämon tötet mich. Wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro. Und er kann nicht sterben. Es blutet, kann man es töten. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar, tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen.
Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. 5 Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Und die 5 Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region waren. So. Und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze haben wir schon erledigt. Und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist. Ich glaube, einen haben wir schon getötet. Okay, dann schauen wir mal. Eins, zwei, den oben haben wir schon. Vier, fünf, ja. Ja, das war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das machen wir jetzt aber nicht gleich. Das machen wir dann mal beim Vorbeigehen. Wir machen jetzt erstmal hier mit der... wir könnten mit ihm hier weitermachen. Genau. Die mache ich dann im Vorbeigehen mal, wenn ich da an der Stelle bin oder so. Also so einfach waren die gar nicht. Also der eine hat schon ganz schön in sich gehabt, da habe ich ein paar Versuche gebraucht. Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich. Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn er ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Mich würde interessieren, aber die komischen Klingen dort mit der Geistkampfhaltung schnell erledigen kann. Weil wenn ich die nämlich vorher hochgepusht habe und dann in den Kampf gehe und die dann zünde in dem Kampf, dann müsste ja eigentlich gleich im Arsch sein. Okay, reise mit Kenji zu dem Treffen. Ja, wo ist der? Ah, da. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal
war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? 3-mal. Bleibt lieber im Sorkel-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Bodas, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Das Bambus nehmen wir gleich mit. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schief läuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen! Wie ihr wollt. Banditen. Eine Falle. Ich muss Kenji schützen. Am besten lautlos. Kenji ist in Gefahr. Und den Geist! Hilfe! Sie sehen mich, wenn ich da lang gehe. Oh, ernsthaft? Okay, sprich mit Kenji. Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht?
Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Er ist ein bisschen tollpatsch. Lehre ist mein Fachgebiet. Okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge. Mal schauen, vielleicht gehen wir jetzt dann irgendwann mal die komischen 6 Typen dort an. Ich glaube, 2 habe ich eh schon gekillt von denen. Aber dann könnten wir vielleicht die anderen auch noch machen. Und ich werde es auf jeden Fall aber mal probieren mit der Geisthaltung. Dass ich in den Kampf gehe mit der vollen Haltung und dann die mal zünde und mal schauen, was die bringt bei denen. Vielleicht kann ich den ja gleich komplett killen. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.